Zurzeit gibt es in GTA 5 Online eine Sache, die du auf keinen Fall machen solltest. Ansonsten kann es sein, dass dir Rockstar Games dein ganzes Geld wegnimmt. Was das genau ist, das erfährst du jetzt hier gleich in diesem Video. Falls du neu bist und das Ganze über die Suchleiste oder die Vorschläge gefunden hast, dann würde es mich noch sehr freuen, wenn du kurz ein Abo dalassen würdest, damit du rund um GTA 5 und um GTA 6 ab sofort wirklich gar nichts mehr verpasst, indem du auf dem aktuellsten Stand bist. Noch eine ganz kurze Ankündigung, und zwar sind wir heute Abend genau hier auf YouTube ab 18 Uhr live. Und ja, könnt ihr euch gerne vormerken, oder wer Bock hat, darf gerne dann eine Runde mitzocken. Jetzt würde ich sagen, kommen wir aber mal zum Thema. Ja, Freunde, es ist wirklich jetzt sehr wichtig und die Sache, die ich euch jetzt eben sage, die solltet ihr auf jeden Fall sein lassen. Und zwar gibt es jetzt in GTA 5 Online einen neuen und ziemlich beliebten Money Glitch, und zwar den Diamond Casino Heist Glitch. Den gibt es jetzt schon seit ein paar Tagen und das Video wollte ich eigentlich auch schon früher bringen, aber ja, ich hatte dann eben noch ein paar andere Videos eben vorher eingeplant. Und ich denke mal, die meisten von euch haben den, ja, Casino Heist eben schon mal gespielt. Das ist eben die Mission, bei der ihr dann eben im Casino unten im Keller drin den Tresor öffnen müsst und dann eben in einer vorgegebenen Zeit eben alles dort leer räumen müsst. Da gibt es eben zurzeit ja einen kleinen Trick, der eben dafür sorgt, dass dieser Timer, also die Zeitvorgabe, ja einfach angehalten wird und ihr dann sozusagen unendlich viel Zeit habt, um eben ja das Ganze dann einzusammeln, und somit könnt ihr eben ja deutlich mehr verdienen, als Rockstar Games damit eigentlich vorgesehen hatte. Diesen Trick werde ich auf jeden Fall jetzt aber nicht zeigen, da ihr das ja sowieso eigentlich nicht machen solltet. Und falls es trotzdem irgendeiner riskieren will, dann ja findet ihr da bestimmt irgendwo auf YouTube ein Video zu. Über das Ganze hat jetzt aber sogar die GameStar berichtet und hat dementsprechend Folgendes geschrieben. Glitch in GTA Online verführt mit leichter Beute, aber nutzt ihn lieber nicht. Der Diamond Casino heißt, wirkt dank eines Glitches aktuell besonders leicht und lukrativ. Den Spielfehler auszunutzen könnte jedoch gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Ich denke mal, ja, wir wissen alle, was mit diesen gravierenden Konsequenzen gemeint ist, denn wenn wir uns mal ein paar Monate ganz kurz zurück erinnern, da müsst ihr euch wieder einfallen, dass Rockstar Games eine riesige Bannwelle ins Rollen gebracht hatte, ja, bei der eben sehr, sehr viele Spieler gebannt wurden, beziehungsweise ihnen halt eben das Geld und der komplette Spielstand weggenommen wurde, weil sie damals eben einen solchen ähnlichen Glitch gemacht hatten. An der Stelle könnt ihr mir mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendjemand kennt, der eben damals von dieser Bannwelle betroffen war, oder vielleicht war das ja sogar selber. Wie gesagt, schreibt es mir zwar gerne unten rein. Die Frage ist jetzt, sollten wir diesen Glitch also ausnutzen oder nicht? Und die GameStar schreibt dazu Folgendes: Ob ihr den Glitch ausnutzt, solltet ihr euch gut überlegen. Zum einen ist es nur eine Frage der Zeit, bis Rockstar Games den Fehler ausfindig gemacht und ausgemerzt hat. Wenn es darum geht, kaputte Spielmechaniken zu reparieren, mit denen sich Geld ermogen lässt, lässt sich Rockstar in der Regel nicht allzu lange Zeit. Und was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das, Freunde, lasst die Finger unbedingt von diesem Glitch weg. Ansonsten droht uns eine weitere Bannwelle. Und das kann wirklich gar niemand gebrauchen, denn wenn wir ganz kurz mal in die Kommentare von Rockstar Games Social Media Accounts schauen, dann ja, sind die Kommentare halt wirklich voll mit "Gebt mir meinen Account wieder" oder "Ich kann wegen euch kein GTA mehr zocken". Und ja, natürlich sind die Leute teilweise auch selber schuld, wenn sie sowas machen. Andererseits wollte ich halt trotzdem einfach dieses Video machen, um vielleicht zumindest ein paar Leute warnen zu können, wie zum Beispiel auch Anfänger, die vielleicht überhaupt noch gar nicht wissen, wie Rockstar Games generell denn ja gegen sowas vorgeht, weil sie halt eben komplett neu im Spiel sind. Und das, würde ich sagen, soll es jetzt mit dem Video dann auch gewesen sein. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch darüber jetzt ja so gut wie es geht informieren, sodass ihr jetzt halt über das ganze Thema ein bisschen Bescheid wisst und ja, sich der ein oder andere, der vorhatte, diesen Glitch zu machen, das Ganze dann vielleicht doch nochmal ein bisschen anders überlegt. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es mir gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und das Video auf jeden Fall bitte mit euren GTA 5 Kollegen teilen, damit sie auf jeden Fall ja darüber Bescheid wissen und diesen Glitch nicht machen. Dann hoffe ich, ja, wir sehen uns heute Abend im Livestream ab 18 Uhr, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut und ciao.